Wussten Sie, dass wir Menschen mehr Bakterien an und in unserem Körper haben als eigene Körperzellen? Vor allem im Darm. Viele sind besser als ihr Ruf, denn sie machen uns das Leben leichter. Wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von Biomes helfen Ihnen dabei, mehr über Ihren Bakterienhaushalt herauszufinden und Beschwerden in den Griff zu bekommen. Unsere Bakteriengemeinschaft wird Mikrobiom genannt und das größte Mikrobiom ist die Darmflora. Ohne unsere Darmbakterien könnten wir keine Nahrung verdauen, wichtige Vitamine nicht bilden und wären Krankheitserregern ausgesetzt. Ein gesunder Darm beherbergt ca. 85% der guten Bakterien, die die 15% der schädlichen Bakterien in Schach halten. Die guten Bakterien trainieren unser Immunsystem, um harmlose Pollen von Krankheitserregern zu unterscheiden. Sie bekämpfen Erreger, verhindern Entzündungen und beeinflussen sogar unsere Laune. Kein Wunder, dass es vielen Menschen so schlecht geht, deren Darmflora aus dem Gleichgewicht geraten ist. Verdauungsbeschwerden bis hin zu Reizdarm treten auf. Stimmung und Wohlbefinden sind beeinträchtigt. Deshalb ist es so wichtig, die guten Bakterien zu fördern. Um zu testen, wie die Darmbakterien aufgestellt sind und welche Ernährung für die individuelle Darmflora die richtige ist, haben wir von Biomes einen Test entwickelt, Intest Pro. Damit analysieren wir die DNA der Darmbakterien und erkennen viele Ursachen für Beschwerden. Alles mit einer winzigen Stuhlprobe, die zu Hause genommen wird. Der Test basiert auf einer der modernsten biotechnologischen DNA-Methoden, dem Next Generation Sequencing, sowie einer einzigartigen Wissensdatenbank mit mehr als 6000 Darmflora-Studien. Die Ergebnisse sind leicht verständlich und erhalten Informationen über die Darmflora-Balance, Entzündungs- und Verstopfungsauslöser, Cholesterin- und Kalorienaufnahme und vieles mehr. Dazu gibt es personalisierte Handlungsempfehlungen inklusive probiotischer Rezepturen sowie einem Ernährungsplan passend zu den Bedürfnissen. Wir von Biomes helfen Menschen dabei, ihren Problemen auf den Grund zu gehen.